Nie erhob er seine Stimme. Das war das Schlimmste am Zorn des Time Lords. Dann begriffen wir, warum dieser Doktor, der bereits gegen Götter und Dämonen kämpfte, vor uns weggelaufen war und sich versteckt hatte. Er tat es aus Güte. Meinen Vater wickelte er in unzerstörbare Ketten, geschmiedet im Herzen eines Zwergsterns. Meine Mutter lockte er in den Ereignishorizont einer kollabierenden Galaxie, wo sie für immer gefangen ist. Meine Schwester besucht er immer noch, einmal, jedes Jahr. Ich frage mich, ob er ihr jemals verzeihen wird. Da könnt ihr sie sehen. Er hat sie im Spiegel eingesperrt. In jedem Spiegel. Immer wenn ihr euer Spiegelbild anseht und sich etwas im Hintergrund bewegt, nur für einen Augenblick, ist sie es. Es ist immer sie. Und für mich fror er die Zeit ein. Er lässt mich meine Strafe abarbeiten. Ich stehe auf den Feldern von England und wache über sie. Wir wollten ewig leben. Also sorgte der Doktor dafür, dass wir es taten.